NASCAR The Game 2013, wir sind wieder zurück. Ist schon wieder gut eine Woche, sogar ein bisschen mehr als eine Woche her, ja. Formel 1 2013 Release ist ein bisschen dazwischen gerutscht. Ich entschuldige mich ausdrücklich dafür, dass wir so lange warten mussten. Und beim letzten Mal, weiß ich noch, da hatten wir so ein bisschen Chaos in diesem All-Star-Rennen hier. Aber ich sag mal, Platz 7 war echt ein gutes Ergebnis. Wir haben auch ordentlich Geld gewonnen. Und wenn wir jetzt beim nächsten Mal wieder gut abschneiden, dann können wir uns so langsam das nächste Motor-Upgrade leisten. Mensch, es ist schon Event 16. Na, wir kommen Schritt für Schritt hier vorwärts. Und wir haben hier wieder ein kleines Event. Also es geht außerplanmäßig weiter erstmal. Ein Event over 2 rounds. The field is reversed for the second round. After both rounds, the driver is the most... Ah ja. Das Feld wird also einmal komplett gedreht. Ich denke mal, das ist für uns relativ egal, weil wir an Start sowieso meistens relativ schlecht aussehen. Müssen wir mal jetzt schauen, wie das hier läuft. Hoffentlich sind die Runden lang genug, dass wir hier ordentlich aufholen können, weil, ja, wie gesagt, am Start, unser Stockcar ist nicht das Allergeilste. Beziehungsweise vielleicht ist es auch meine Schalttechnik, wobei ich das ehrlich gesagt nicht glaube. Ja, das HDC Evo... Oh, es geht ja schon direkt los. Das HDC Evo müsste von euch mittlerweile jeder gekauft haben. So, mal sehen. Eieiei, das geht ja so ohne Setup, ohne alles. Fahren wir einfach. Oh, von mir aus. Alter Schwede, Leute, ich habe doch jetzt seit einer Woche nicht mehr, bin ich nicht mehr gefahren. Ich kenne die Strecke nicht, ich kenne hier Pocono, keine Ahnung. Oh Mann, da müssen wir mal gucken. Ich lasse mich mal so ein bisschen mit der Masse mittragen hier. Ist sehr grün auf jeden Fall. Oh. Alter Schwede. Das knallt ja richtig. Ne, Moment mal, Leute, also ich muss das Rennen mal neu starten, sorry. Lass mich erstmal durchatmen, ich dachte, ich kann jetzt hier noch ein paar Trainingsrunden fahren. Es geht hier direkt los, meine Herren. Ja, so schnell waren wir noch nie im Rennen. Steht ja sogar Swati auf meiner Windschutzscheibe vorne. Ah, gucken. So, green, green, green. Erstmal das Auto ruhig halten. So, wir fahren ja bloß 4 Runden. Das ist ja relativ kurz hier, die Geschichte. Oh, oh, oh. Guck mal, das lief doch schon mal ganz passabel. So viel dort so. Oh Gott. Alter Schwede, Leute, ihr könnt mich doch hier nicht so ins Rennen reinwerfen. Da ist das ganze Feld einfach mal... Also Leute, jetzt muss ich mir erstmal ganz ruhig... Boah. Naja, zumindest haben wir mal so ein kleines Crash-Derby hier am Anfang. Ja, mal gucken, wie mein Auto jetzt aussieht. Jetzt starte ich gleich nochmal. Hier war ja komplettes Chaos. Auto sieht nur noch relativ gut aus. Wir fahren einfach mal weiter. Klingt auch noch gut. Es ist schon Runde 3 von 4 jetzt. Das ist ja ein kurzer Spaß. So. Ich versuch's einfach mal. Mehr als schief gehen kann's ja nicht. Oh, oh, oh. So. Schön vorsichtig, keine Zeit. Erstmal diese Kurve überleben. Okay, jetzt läuft's. Ah, die fahren hier relativ langsam, die Jungs. Das wundert mich gerade so ein bisschen. So, hier kommt jetzt ein enger Knick. Eieiei. Schwierige Strecke. Okay, also das, ich habe meine Lektion jetzt gelernt. Ich kenne jetzt diese Kurve und jetzt wird alles von vorne nochmal ganz super laufen. Hust, hust. Ja. Da steht echt Swati, glaube ich. Das fällt mir gerade zum ersten Mal auf. Steht da Swati hier vorne in der Scheibe? Müssen wir gleich nochmal gucken. Boah. So, schön innen bleiben. Schön innen bleiben. So, das lief schon mal ein bisschen besser. Jetzt kommt gleich der fiese Knick und die andere Kurve ist auch tricky. Also das ist der Pocono hier, das ist ein ziemlich interessanter Kurs auf jeden Fall. So, da hinten haben wir schon Wein ein bisschen abreißen lassen. Jetzt kommt gleich die nächste Knick. Nächste Kurve. Ja, Mackie, mein NASCAR-Spezialist, du kannst da mal sagen, was das hier für eine Art Kurs ist, wie der heißt. Diese Form. Oh. Oh. Aber die KI ist hier nicht allzu stark. Das gefällt mir ganz gut. Ich bin hier ganz guter Dinge gerade. Oh, guck mal, jetzt läuft's doch.
Sobald wir freie Fahrt haben, ist doch alles easy. Aber müssen wir erstmal hier vorbei. Niska schaukelt sich hier ein bisschen auf. Eieiei, da kommt der Stoß. Da dreht er sich, da dreht er sich. Oh fuck, oh fuck. Green White Checker. Ach so, jetzt sind wir schon nämlich eine Runde weiter. Mal gucken, ob ich halbwegs weit vorne bin. Das Auto, mal gucken, ob es... Naja, da war ich wieder jetzt unachtsam. Oh, da knallt es aber heftigst. Alter Schwede. Also das macht auf jeden Fall Spaß. Hm. Jo, Auto ist noch heil. Ich bin auf Platz 10. Green White Checker. Fahren sogar welche Reine vorne. Also, ja, fahre ich weiter, wa? Ja, weiter geht's. Platz 9. Innen müsste ich ja sein. Puh, tief durchatmen. Zwei Runden noch. Das Rennen wurde jetzt um eine Runde verlängert. Durch diese Caution. Das Lenkrad macht immer so unvorhergesehene Bewegungen. Das wird sich natürlich relativ bescheiden. Tschüssi. Oh, das Lenkrad. Nächste Caution. Und das Auto dreht sich hier in die Wand. Eieieiei. Boah, da muss ich echt vorsichtiger fahren. War wieder so ein bisschen auch meine Schuld. Wobei, ne, da... Oh. Die müssen da mittlerweile, müssen alle DNF haben mittlerweile. So krass, wie die ineinander crashen. Das ist echt eine Strecke mit Brisanz. Oh, guck mal. So hangeln wir uns nach und nach immer weiter nach vorne von Caution zu Caution. Das Auto ist immer noch heil. Sprit reicht ja auch locker aus. Es ist ein bisschen doof, dass man hier keine Möglichkeit hat, die Strecke vorher zu üben. Ja, nochmal zwei Runden quasi. Oh. So, Vorsicht ist geboten. So. Achtung, innen. So, ich ziehe rein. Ja, läuft doch. Es war ziemlich eng und gewagt, aber wir sind jetzt auf dem Weg nach vorne. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich bremsen muss, ganz ehrlich. Ich weiß, lieber so ein bisschen auf Vorsicht. Oh, du kommst zu weit raus. Ne, gerade so. KI ist hier ziemlich schlecht. Wundert mich so ein bisschen. Das müssen wir auf jeden Fall jetzt zu Ende fahren, das Ding. So, okay. Retten wir das Ding mal nach Hause, wa? Also die Verwirrung bei NASCAR The Game endet bei mir so nicht so richtig. Das letzte Mal bei diesem All-Star-Rennen war das ja schon ziemlich konfus alles. Aber diesmal setzt es dem Ganzen nochmal die Krone auf. Naja. Wir nehmen das Geschenk mal dankend an. Zwei Kurven müssen wir noch überstehen und dann haben wir hier zumindest schon mal in diesem ersten Rennen schon mal einen Sieg eingefahren. So, bloß das Auto stillhalten. Aber geile Strecke. Ich freue mich schon drauf, wenn wir das richtige Rennen da haben. Und das kommt, glaube ich, erst ein bisschen später. So, nach anfänglichen Schwierigkeiten ja, haben wir jetzt hier auf jeden Fall schon mal ordentlich Punkte eingesackt. Dann müssen wir gleich theoretisch ja von ganz hinten starten. Oh. Oh, das klingelt in der Kasse. Dann können wir uns gleich ein Upgrade leisten. So. Zack, zack. Und jetzt starten wir gleich von ganz hinten. Ja. Mal sehen, was wir da jetzt noch rausholen können. Ah, the results. Schauen wir mal, wer da noch so jetzt gleich von ganz hinten losfahren muss. Ja, der Greg Biffle, der Kyle Busch, der Jimmy Johnson, Tony Stewart. Also ziemlich gute Fahrer scheinbar. Ich meine, gut... Naja, schauen wir mal. Schauen wir mal weiter. Die Strecke kennen wir jetzt einigermaßen. Jetzt kommen wir von ganz hinten. Ich denke mal wieder vier Runden. Das ist natürlich dann keine ganze Folge. Ich werde dann auch das nächste Rennen jetzt gleich anfangen. Wir haben ja auch jetzt 3000 Abonnenten geknackt und da müssen wir auch mal ein bisschen was bieten, ne? Also, volle Prise NASCAR heute mal. Oh, jetzt ist das Force Feedback weg. Das ist ja traumhaft. Jetzt ist Force Feedback aus. Schön. Super. Fährt sich super komfortabel ohne Force Feedback. Ja, das ist ja echt beschissen. Das ist mega kacke. Oh. Sieht schon, wie ich gerade rumschlenkere. Wenn ich nicht weiß. Jetzt bin ich mittendrin.
Das ist echt eine Tortur gerade hier. Ohne Force Feedback. Warum auch immer das ausgegangen ist. Mega nervig. Ah, lala. Ach ja. Natürlich. Warum ist das Force Feedback aus? Kann mir das mal jemand sagen? Hallo, hallo, Force Feedback, komm bitte zurück. Ach, Gottchen, ja. Vielleicht ist es gleich wieder da, wenn ich einen Restart mache. Das ist ja ärgerlich gerade. Lief jetzt so gut, als ist das Force Feedback weg. Ah. LEDs funktionieren auf jeden Fall noch. Ich merke gerade nichts im Lenkrad. Notfalls muss ich so fahren. Ne, ist weg. Ja. Force Feedback ist gerade aus. Warum auch immer. Das ist echt unfahrbar. Fehlt komplett das Gefühl. So, ich dränge mich mal hier innen vorbei. Da können wir relativ gut Plätze machen. Also ich versuche es jetzt noch einmal, nicht so durchzufahren. Okay, hier ist ein ziemlicher Express gerade. Das war gewagt, aber es hat funktioniert. Da haben wir eine Caution. Ich habe auch gerade komplett die Kontrolle verloren, weil das fährt sich so schwammig ohne Force Feedback. Ja, da habe ich einen abgedrängt und dann war da wieder ein riesen Crash. Das knallt, sage ich euch, das knallt. Okay, jetzt sind wir auf Platz 24 vor. Aber keine Rundenverlängerung. Irgendwie immer noch Runde 1 von 4. Normalerweise zählt er dann nochmal eine Runde weiter. Naja. Ich glaube, tut er ja auch. Mal gucken. Platz Nummer 24. Ja, Runde 3 von 4. Mitten im Feld jetzt. Das kann ja heiter werden. Und Force Feedback immer noch weg. Ne, ist wieder da. Ist wieder da. Oh, ist ja geil. Das Force Feedback ist zurückgekehrt. Auf wundersame Weise. Oh, was soll da für ein Rauch? Das ist sehr gefährlich, hier reinzufahren. Ich muss mir irgendeine Lücke suchen nach links. Da ist einer leider. Aber ich komme trotzdem halbwegs durch. Ja, jetzt bin ich links. Ich kann mich hier vorbeischieben. Oh, Force Feedback ist wieder da. Tja. Ein Glück. Oh. Gleiche Situation wie eben auch schon. Das Auto dreht sich wieder. Diesmal kriegen wir aber keine Caution zur Rettung. Nee, diesmal haben wir weniger Glück. Caution, Green, White, Check. Ich glaube, das war meine Caution. Ich bin auf Platz 43 zurückgefallen. So, das Auto ist noch heil. Alter Schwede, das sind aber auch Geschwindigkeiten, ne? Jetzt bin ich ganz hinten. Nee, ich fahre jetzt erstmal. Ich fahre das jetzt so weiter. Ich meine, wir kommen ja innerhalb von einer Runde, kommen wir ja relativ weit nach vorne. Und da wir ja schon im ersten Rennen Erster waren, schauen wir mal. Ey, das ist Chaos pur wieder. Ich denke mal, bei dem nächsten regulären Rennen kommt wieder ein bisschen Normalität rein. So, da fahren 3, 4, 5 Leute rein. Schauen wir mal, wo wir stehen. Okay, Platz 38, leider außen. Gut, Force Feedback ist immer noch da. Scheint dann wieder normal zu sein. Achtung, Stau. Ich dränge mich da wieder schön durch eine Lücke durch. So muss es, so muss es. In 2 Runden haben wir Zeit. Vielleicht läuft diesmal ein bisschen besser. So, ich versuche da vorne reinzustechen und hier eine Lücke zu finden. Macht Platz, macht Platz. Ich muss hier durch. Oh, das gibt eine Caution. Ja, Caution, Second, Right, Green Check. Aber ich bin nicht involviert gewesen. Zumindest nicht so. Also ich war schuld daran, aber zumindest bin ich nicht derjenige, der hier gedreht wird und eine Caution verursacht. Ja, da gibt es die Caution und da knallt es wieder mächtig. Na gut, nicht so mächtig wie vorher, aber so, wo bin ich jetzt? Okay, schon wieder weiter nach vorne. Oh, die Strecke hat es ganz schön in sich. Vor allem, wenn man die vorher nicht geübt hat. So, da gehen jetzt ein paar Biegen nochmal ab. Mein Auto ist noch heil. Und dann geht's weiter jetzt. So, jetzt ziehen wir es durch. Jetzt fahre ich vorsichtig. Ich mogel mich auch durch diese Cautions immer weiter nach vorne. Das ist eigentlich ja relativ fies. Aber diesmal bin ich innen. Das ist auf jeden Fall besser.
Aber in diesem Rennen ist unser Auto auf einmal konkurrenzfähig, komischerweise, ne? So, schön innen jetzt, können wir vorbeiziehen. Die fahren hier wirklich komisch, die Jungs. Aber unser Auto ist auf einmal auf 309 km/h. Das ist so schnell wie nie zuvor. Habe ich da irgendwas gemacht in der letzten Folge noch? Ich glaube nicht, ne? Jetzt haben wir schon wieder geschafft, eine Caution zu verursachen. Die nächste. Und wir haben uns noch weiter nach vorne gemogelt. Ja, ich ziehe das Rennen gar nicht unnötig in die Länge. Ich habe wieder... Ich sollte mich da nicht mehr so reindrängen. Das ist schon das vierte oder fünfte Mal jetzt. Boah. Immer wieder die gleichen Szenen hier. Ja, langsam haben wir das genug gesehen, ne? Oh, da ist sogar eine gelbe Leuchte da vorne, so eine Ampel. Langsam habe ich davon jetzt genug. Jetzt bin ich auch schon auf Platz 11. Ich glaube, beim nächsten Mal, wenn wir da jetzt vorbeifahren, bin ich dann Erster. Der geht auch nochmal rein, der auch. Schon Neunter. Und jetzt können wir gleich uns den Sieg schnappen. Ja, gar kein Bug-Using, überhaupt nicht. Beziehungsweise Regel ausnutzen. Ja, das ist so der erste Moment von NASCAR The Game, wo ich so ein bisschen denke, sehr fragwürdig das Ganze. Ich meine, gut, das könnte so auch in der Realität passieren. Oh, 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 was macht ihr, was macht ihr? Danica Patrick auch ganz vorne dabei. So, jetzt ziehen wir uns hier vorbei. Das 4-Runden-Rennen hat mittlerweile schon 10 Runden. Okay, jetzt sind wir vorbei. Ich wollte gerade sagen, wir sind vorbei. Ja, da kommt da noch der Stoß. Nice and smooth, nice and smooth. Pass auf, pass auf, pass auf. Oh, unglücklich gelaufen. Ja, das wollen wir doch mal hoffen. Ja, jetzt haben wir es. So, jetzt aber. Komm schon, letzte Runde. Jetzt haben wir uns auf jeden Fall richtig viel Geld dazu verdient. Wenn es jetzt so zu Ende geht. Wieso fährt unser Auto auf einmal 320 km/h? Ja gut, für diese kurze Strecke ist es wahrscheinlich so krass abgestimmt, dass wir hier... Alter, was für Geschwindigkeiten wir hier erreichen. So schnell sind wir noch nie gefahren. 326? Noch nie. Guck dir das mal an. Wir fahren schon jetzt 300. Wow. Wir haben den Tiger im Tank. Wie wir wegziehen auch, ne? Krass. Jetzt werde ich ganz geschmeidig hier nach Hause fahren. Also sehr, sehr verwunderlich, dafür, dass wir letzten Rennen mal gekämpft haben, dass wir eine Top 20 erreichen. Auf einmal an diesem Event hier sind wir die Kings. Zweimal Erster. Oh, und es gibt nochmal 210.000. Müssen wir gleich mal in die Upgrades reinschauen. Ja, das ist auf jeden Fall consistent. Gleich eine Achievement freigeschaltet. Ja, das nehmen wir einfach mal so hin als kleines Geschenk für die weitere Saison. Gucken wir gar nicht groß weiter, machen wir direkt mit der Karriere weiter. In der gleichen Folge. Badam bam. Badam bam. Tony Stewart, bestimmt falsch. Doch, richtig. Ja, NASCAR Sprint Cup Serie. You're gonna need all the... So, jetzt mal gucken. Wir haben 885. Ja, wir kaufen uns den Motor Level 3. Haben dann also eine größere Maximaltemperatur. Herrlich gut, super. So, jetzt sind wir wieder arm. Haben aber dafür einen geilen Motor. Und schauen mal weiter. Event 17, Charlotte. Ja, Internet Explorer hat uns die Kraft verliehen. Und jetzt geht's nach Charlotte. Practice. Wir haben 3 Practices sogar. Ob wir die alle brauchen werden? Mal gucken. Die Strecke soll ja nicht so einfach sein, habe ich schon gehört. Ist ein Oval auf jeden Fall, ein normales. Vielleicht ist es doch ein bisschen weitläufiger. Würde ich mir ja wünschen, dass wir ein bisschen Ruhe haben, ein bisschen chillig fahren können. Na, gucken wir mal. So. Ja, wir lassen alles so, wie es auch schon immer war. 20% Rennen. Genau, dann gucken wir erstmal. Machen wir erstmal hier das Quali-Setup, würde ich sagen, zum Testen. Genau, müssen wir uns auch die Boxen einfach wieder suchen. Dann fahren wir direkt mal raus. Wir legen hier keine Zeit. Durch dieses komische Chaos-Rennen eben. Force Feedback ist auch wieder da. Ach, das sieht ja geil aus hier. Hier waren wir doch aber irgendwie schon mal, oder? War hier nicht schon mal so ein
Hier war doch dieses All-Star-Rennen, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Kommt mir sehr bekannt vor. Gut, dann testen wir das mal. Mit dem neuen Motor jetzt. Wir können auf jeden Fall fast voll durchfahren. Muss ein bisschen lupfen. Auf jeden Fall nicht der breiteste Kurs. Also hier könnte es auch eine Menge Chaos geben nachher. Oh. Oh, sorry. Sorry, sorry. Great save, natürlich. Au. Noch ein mitgegeben. Ja, vorne rechts komplett kaputt, macht nichts. Wir fahren mal weiter. Oh Mann, oh Mann. Nee, das bringt gerade gar nichts mehr. Das Auto ist komplett kaputt vorne. Oh. So, ich glaube, die Boxeneinfahrt war auch so ungefähr hier beim Toyota. Beim Toyota-Schild war ungefähr der Bremspunkt. Nee, 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 ist überhaupt nicht gut. So, hier müssen wir die Geschwindigkeit haben. Holla die Waldfee, Alter. Ja, ich glaube, wenn ich jetzt mal rausfahre, bringt das nichts, weil das Auto ist immer noch kaputt, oder? Die reparieren es ja, glaube ich, nicht. Oder? Doch, ist wieder heil, dann fahren wir nochmal. Auf jeden Fall laute Zuschauer hier. Hubschrauber, alles da. Richtig Party. Ja. Klassisches Oval hier. Also ich bin jetzt sehr gespannt, was unser Motor so leisten kann. Die fahren alle rein. Ich fahre nochmal ein, zwei Rundchen. Mit dem Quali-Setup. Okay, diese Ausgänge hier sind relativ tricky. Ich meine doch, dass wir hier schon mal gefahren sind. Doch, 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 doch. Oder ich irre mich. Ich meine, gut, die Ovale, die nehmen sich ja auch nicht so viel. Aber ich meine, wir waren hier beim All-Star-Rennen. Ja, wir waren auf jeden Fall hier. Jetzt erinnere ich mich auch an den Titel, an den Videotitel. Okay, die fährt sich relativ geschmeidig. So, hier muss man aufpassen. Da macht sie mich jetzt so ein bisschen zu, genau. Da kommt so eine leichte Wölbung. Auf jeden Fall schon mal direkt einen zweiten Platz eingefahren. 306 km/h. Also unser Auto, das geht jetzt richtig gut. Ja, ich suche mir jetzt nochmal die Boxeneinfahrt. Dann fahren wir gleich das Qualifying. Ich fühle mich gerade relativ sicher. So, hier am Toyota-Schild könnte man, glaube ich, schon runterbremsen. Ja, ein bisschen früh, ein bisschen früh. So, hier müssen wir so ungefähr auf 70 nachher sein. Also da kann ich dann in der Mitte der Kurve, glaube ich, reicht, dann, wenn man da bremst. So weit zum Beispiel die Boxeneinfahrt. Wir haben ja gleich noch eine Practice. Ich würde sagen, wir machen gleich End-Session, gehen direkt ins Quali. Wobei, ne, jetzt kommt noch eine Trainingssession. Ne, jetzt kommt das Qualifying. So. Dann schauen wir mal, dass er das richtige Setup auch hat. Ja, ist drin. Und dann geht's los. Direkt raus. So, dann schauen wir mal, wofür es reicht heute. Wir haben ja sogar schon mit dem alten Auto oftmals einen Pole rausgefahren. Oh, Achtung, Reifen, Reifen. Oh, 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 oh. Oh, jetzt sind sogar ein paar schöne Schäfchenwolken am Himmel. Wahnsinnswetter hier. So sieht es in Deutschland so langsam nicht mehr aus. So, jetzt geht die erste schnelle Runde los. So, Auto gerade halten. Jo. Sogar, dass man den Wind hört, wenn man da nah an den Pollern vorbeifährt. Und? Ja, reicht locker. Pole Position. Ich habe ein gutes Gefühl fürs Rennen. Es könnte sogar, also wenn es jetzt so bleibt, wenn das Auto wirklich so stark ist, wie ich annehme, dann könnte das ein relativ langweiliges Rennen werden an der Spitze. Und da müssen wir die Schwierigkeit hochstellen.
Aber warten wir das mal ab. Ich nehme den Mund schon wieder so voll. Jetzt sind wir nochmal ein bisschen schneller, glaube ich. Nee. Nee. Erste Runde war noch ein Ticken schneller. Das sagt doch immer der. Das sagt doch immer der Sebastian Vettel. That's what I'm talking about. Ja, das wollen wir mal hoffen. So, schauen wir mal in die Startaufstellung. Jimmy Johnson hier auf der 2, Kasey Kahne auf der 3, danach Dale Earnhardt Jr. Das sind so die. Der Vierer-Package, der uns da am Anfang gleich begleiten wird. Dahinter gleich der Brad Keselowski, muss man ja sagen. Nicht Keselowski, sondern Keselowski. So. Ab geht's ins Rennen. Nee, noch gar nicht wahr. Jetzt nochmal eine Practice. Ich will make sure you're happy with the setup before the race. So go run some laps for me and see if you're happy with the car. Ach, das skippe ich jetzt mal. Wir skippen direkt zum Rennen. Wir sind jetzt mal ganz mutig, ganz waghalsig. In Wahrheit muss ich nachher so viel rendern. Das ist so groß, die Festplatte ist nicht mehr so viel und so. Das ist eigentlich die Wahrheit dahinter. Nee, ich würde sagen, die Strecke kennen wir jetzt schon auch aus dem All-Star-Event und die ist auch nicht so schwer. Insofern wollen wir mal schauen. Oh, ich rate gerade richtig. Good luck, pal. Oh, give us a great show. Schon wieder Nachtrennen. Wir haben ja fast nur noch Nachtrennen. Mir gefällt's. Ich liebe Nachtrennen. So. Race-Setup ist drin. Und dann fahren wir direkt mal los hier von der Pole Position. Ab ins Grid, würde ich mal sagen. Mit dem neuen Motor. Jetzt wird's was. Ach ja, er lebt, glaube ich, jetzt nochmal. Ne, jetzt geht's. Stock Car Racing's longest night. Welcome to the Coca-Cola 600 at Charlotte. I'm Mike Joy alongside Darrell Waltrip. Mike, this is the longest race we have all year long. It's 600 miles. It's grueling. It wears you and your car out. It just, the team, everybody has to get involved to be able to win this race. This is the toughest race on the circuit. Joey Logano has the best average finish here. Jimmy Johnson, 6 wins. Jeff Gordon's 5. Who are you picking? Well, I like the way it came down last year. You know, between Kevin Harvick and Dale Jr., Harvick won. Got to get good gas mileage. Just ask Dale Jr. Right, Darrell. At Charlotte, the nighttime is the right time. Here we go. Nighttime is the right time. Coca-Cola 600. Ja, mega geil. Von dem Rennen habe ich sogar mal schon mal was gehört. Das war, glaube ich, kürzlich erst irgendwann. Egal. Ich mich da nicht wieder zu weit aus dem Fenster mit meinem bescheidenen NASCAR-Wissen. Dann legen wir mal los. 600 Meilen. Ja gut, natürlich durch 5 geteilt. Immer noch eine ganze Menge. So, müssen wir schon mal direkt hochschalten. Guck mal, wie wir wegkommen am Start jetzt. Unfassbar. Wir können allerdings jetzt hier rechts. Ach, ich erinnere mich noch mit dem alten Motor. Was für einen Start. Und wir verloren haben an Plätzen. Und diesmal sind wir direkt gut dabei. Aber jetzt heißt es auch konzentriert bleiben. Inside. Reifen rutschen. Das Auto rutscht. Ich verliere die Kontrolle. Ich muss abbremsen. Leichte Bandenberührung. Da hinten knallt's. Da knallt's richtig krass. Jetzt fahren alle vorbei. Und da gibt's die erste Caution. Holla, die Waldfee. Alter Schwede, das war richtig krass gerade. Richtig übel war das. Boah. Ich hab mich da aufgehängt und dann. Boah. Das hat dem Auto, glaube ich, nicht gut getan. Vielleicht starte ich das Rennen gleich nochmal neu. Je nachdem, wo ich jetzt lande, wie das Auto aussieht, entscheide ich das gleich mal. Ich starte das Rennen nochmal neu. In der ersten Runde darf man das nochmal. So, schauen wir mal, ob wir es besser hinkriegen. Ja, das Auto ist da eben in der Kurve richtig übel ins Schlingern gekommen. Ja, das haben wir schon gehört. Und dann habe ich da die Kontrolle verloren. Scheiße. Natürlich auch kalte Reifen noch. So, diesmal machen wir es besser. Diesmal wird ein bisschen blockiert. Er kommt trotzdem vorbei. Jimmy Johnson. Der hat hier auch sehr oft gewonnen. Da war einer outside, das habe ich nicht gesehen. Hab nicht auf den Radar geachtet, das Auto kommt schon wieder ins Rutschen. Und wir sind schon wieder in der gleichen Situation, aber diesmal halbwegs gefangen. Auto ist noch heil, sehr gut. Ja, mit den kalten Reifen hatte ich da ernsthafte Schwierigkeiten. Jetzt kommt wieder in einer rein. Da kommen noch mehr. Ich kann nicht reinziehen, jetzt habe ich eine Chance. Da ist noch einer, da ist Montoya. Auto kommt schon wieder ins Schlingern, da kriege ich einen leichten Stoß und da kommt die erste Caution.
Da knallt es aber richtig. So, die lassen wir jetzt auch, die Caution. Oh, da knallt es jetzt mega übel. Das ganze Feld ist involviert. Es hört nicht auf. Oh ja. Das war nicht so richtig meine Schuld. Alter, da knallen sie alle rein. Oh ja. Festival der Lawine, der Blechlawine. Uiuiui. Wo sind wir denn? Ganz hinten. Vor einem leichten Schaden, da gehen wir schon mal rein. Ich meine doch, dass da vorne rechts... Ja, da vorne rechts ist ein Schaden. Na, das kann ja was heiter werden hier. 80 Runden. Alter Schwede. So, dann ist die blaue Truppe mal wieder am Zug. Ich muss die Beulen ausbessern. Muss ich gleich auf Repair stellen, darf nicht vergessen. Hm, mach mal. Ich mach trotzdem Reparatur, auch wenn es bloß 98,5% sind, aber ich glaube, da vorne rechts haben wir auf jeden Fall einen Schaden. Leichten zumindest, das will ich jetzt nicht. Ich will mit einem sauberen Auto fahren. Mann, Mann, Mann. Wir lernen auch nicht dazu. Gerade in den Anfangsphasen. Oh. Gerade in den Anfangsphasen der Rennen gibt es dann doch so leichte Schwierigkeiten. Ich meine, gut, der Stoß, der war jetzt. Da konnte ich nicht wirklich was für. Also. Das Auto war ja auch auf dem Radar noch weit genug weg eigentlich. Aber so eine Hitze des Gefechts. So, wir versuchen es jetzt ein bisschen konzentrierter anzugehen. Ist auf jeden Fall in. Wir wollen mal sehen, was das Auto jetzt reißen kann hier am Start. Vor uns hier der. Ich muss mal wieder die Namen einschalten. Track Temperature 83 Grad, das ist ziemlich heiß. Kocht ja schon fast. Oh. Es fährt sich relativ beschissen gerade. Weiß nicht, Qualifying ging es besser. Von wegen, wir fahren das Rennen hier von vorne weg, dominieren wir das Ding, ganz klar. Da kommt schon wieder das Auto, das Heck. Warum? Oh, ich krieg's nicht gefangen, ey. Scheiße. Oh, nee. Jetzt habe ich eine Caution verursacht. Ne, da vorne. Knallt's da vorne oder war ich das jetzt? Ich glaube, das war ich. Ey, was ist denn los? Wieso fährt denn das Auto so beschissen? Ich verliere da so total die Kontrolle in den Kurven. Ich musste, glaube ich, ein bisschen weniger pushen. Und Schaden vorne rechts. Nee. Ja doch. Wieder genau das gleiche. Oder bilde ich mir das ein? Ich bilde mir das doch ein, oder? Da vorne rechts? Egal, wir fahren jetzt mal weiter. Ich muss da ein bisschen weniger pushen. Also im Qualifying ging das viel, viel besser. Jetzt ist das Auto nur noch am Abschmieren. Da gehen einige in die Box jetzt. Wir müssen erstmal die zusätzliche Kraft des Motors unter Kontrolle kriegen hier. Oh nee, bitte. Oh bitte. Mann, ey. Ich bin so sauber auf meine Linie gefahren und dann ist das schon wieder irgendein Idiot. Ja, ich bin nicht ganz. Ich bin ein bisschen weit rausgekommen und dann crasht es da. Och Mann, du, das läuft aber auch scheiße gerade. Ah. Nicht verzagen, weiterfahren. Jetzt aber. Ja, es ist ein sehr bescheidenes Rennen gerade. Die blaue Truppe wird heute noch oft zum Einsatz kommen. Na gut, aber den anderen geht es ja auch nicht besser, wie wir sehen. Die gehen ja auch ständig in die Box. Ich muss irgendein bisschen Luft finden, muss Linien finden, wo ich besser fahren kann. Beim All-Star Race ging es eigentlich auch relativ glatt. Aber diese zusätzliche Power jetzt, die ist schon so ein bisschen übel, muss man sagen. Das war schon ein beträchtliches Motor-Upgrade. Ich frage mich, warum das Renn-Setup so viel instabiler ist als das Qualifying-Setup. Zumal man ja im Qualifying noch viel schneller unterwegs ist.
Natürlich auch mit ein bisschen deutlich weniger Sprit wahrscheinlich. Deswegen ist das Auto jetzt auch schwerer. Das wirkt sich natürlich dann schon aus bei den hohen Geschwindigkeiten. Und da vorne alles abgerissen. Naja. Weiter geht's. Wir geben niemals auf. So, Platz 40. Runde 9 von 80. Also es ist alles noch offen noch. Wir sind noch ganz am Anfang. Ich stell dir mal vor, ich müsste hier 600 Runden fahren. Wie lange soll man denn hier sitzen? Alter Schwede. Kommt schon wieder das Heck. Alter Schwede, ich krieg das nicht unter Kontrolle, das Auto. Das geht doch nicht klar. So, mal ein bisschen Luft holen jetzt. Ein bisschen das Auto kennenlernen hier auf diesem Kurs. So, da war der Punkt schon wieder. Jetzt stößt er mich auch noch an hier. Ich will gerade mal das Auto unter Kontrolle bringen. Da kommt hier schon wieder so ein blöder Idiot. Ah, haut mir das Auto weg. So, klarkommen, klarkommen. Da kommt schon wieder das Heck. Da ist der Punkt. Da muss man das Gas wegnehmen. Oh, das gibt's gar nicht, ey. Das könnt ihr... Ihr macht euch kein Bild. Das ist echt übel. Da kommt's wieder. Ich sehe keine Schnitte. Ich kämpfe hier gerade so gegen den 42. Dann geht's schon wieder aufs Gras. Das kann nicht wahr sein. Jetzt kriegt er natürlich eine Strafe. Nee, zum Glück nicht. Ich komme hier nicht klar. Dass das Lenkrad immer so hin und her ruckelt, das macht es auch nicht besser. Muss ich extrem vorsichtig fahren. Boah, dann geht's einigermaßen. Mein Gott, das fährt sich so kacke. Egal, versuchen da irgendwie ranzukommen. Oder auf eine Caution zu warten. Aber wenn du halt im Pulk fährst und das Auto noch überhaupt nicht unter Kontrolle hast, weil es so unkontrollierbar ist, muss es natürlich irgendwann im Unfall enden. Ja, ja, hast recht. We gotta keep focus. Auf der Geraden zumindest, da holen wir auch immer wieder ein bisschen auf. Auf Gordon jetzt gerade, momentan. Hier schaukelt sich das Ding wieder auf. Einfach noch langsamer fahren. Wir holen auf jeden Fall wieder auf. So, jetzt haben wir das Auto halbwegs langsam im Griff. Holen hier auch pro Runde ungefähr eine Sekunde auf. Das heißt, in 6 Runden sind wir dran. In 11 Runden müssen wir tanken. Auf jeden Fall bin ich auf einem guten zeitlichen Kurs im Moment. Ich fahre hier fast Bestzeit. Nein, nicht ganz. So, jetzt sind wir doch gleich schon am Gordon dran. Der 43. ist weit abgeschlagen, da haben wir auch ein bisschen abgedrängt. So, wir werden jetzt langsam immer wieder schneller. Holen auf jeden Fall auf, wir fahren die Zeit in der Spitze. Er musste einfach komplettes Gas wegnehmen hier in den Oval. Da kommt das Heck schon wieder. Alter Schwede. Bleib ruhig, bleib ruhig. Boah, das bäumt sich auf. Alter Schwede. Und die Reifen sind ja noch frisch. Schon wieder. Boah, das ist ein Traumrennen. Das ist immer voll am Limit. Ich bin immer am Punkt, wo ich schon merke im Lenkrad, oh je, das Auto möchte gerne den Arsch rumkommen lassen. Aber da haben wir gleich mal den Gordon. Ich glaube, der Führende, der fährt uns so ein bisschen weg gerade. Und ich habe noch im Qualifying die Schnauze so voll genommen. Ach, klasse. Immerhin sind wir jetzt wieder am Feld. Oh, Chaos. Ja, da war ich dann so ein bisschen im Windschatten. Hab mir eine Lücke. Ich wusste nicht, ob er jetzt links oder rechts fährt. Versuchte ich da rechts reinzugehen und dann voll in die Wand.
Ach Leute, das tut mir aber leid, dass die Folge jetzt so ungelungen ist, so unrund. Aber ja, dafür waren die letzten Folgen ziemlich geil. Ja, immerhin sind wir in der gleichen Runde mit dem Führenden. Es kann auch daran liegen, dass das Auto so schlecht war, dass wir vorne rechts diesen Schaden haben immer noch. Oder hatten. Dann fahren wir mal in die Box. Ich denke mal, wenn jetzt, ja, da kommen jetzt fast alle rein, glaube ich. Wir nutzen jetzt alle die Chance, schon mal Reifen zu wechseln. Könnt ihr euch bei mir bedanken, Leute. Und auch der 43. ist jetzt wieder innerhalb einer Runde. Wahrscheinlich hat er auch noch einen Lucky Dog gezogen. So, es sind nur 3, 4, 5, 6 Autos, die da draußen bleiben. Oder 7 Autos. 8 Autos zähle ich. Ja, wir machen alles. Wir machen alles. Und dann schauen wir mal ab Runde 18 jetzt gleich. Dann machen wir einmal so einen geistigen Neubeginn des Rennens. Und schauen mal, was wir jetzt reißen können. Auf jeden Fall in den Kurven viel, viel vorsichtiger sein. Im Quali konnte ich noch richtig schön pushen, aber das ist jetzt halt vorbei. Miau, 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 miau. Ja gut, dafür haben wir in Pocono eine Menge Kohle gemacht. In diesem seltsamen Rennen am Anfang der Folge. So, wo sind wir denn? Okay, ganz hinten. Unser Nemechek. Unser Gordon, die alten Bekannten. So, neue Chance, die Karten werden neu gemischt. Konzentration. So, diesmal ist das Auto stabil. Ah, schauen wir mal. Auto ist noch stabil, ist Godspeed. Können wir vielleicht vorbeigehen. Jo. Das war auch meine Lieblingsstelle immer im All-Star-Rennen, kann ich mich erinnern. Das Auto fährt sich jetzt gerade relativ stabiler. Ich sollte mich nicht so sicher fühlen. Ja, jetzt geht's auf einmal wieder. Vielleicht hatten wir da wirklich einen Schaden, der das Auto da zum Ausbrechen gebracht hat. Jetzt geht's wieder hier. Jetzt kann ich hier wieder voll aufs Gas treten. Na gut. Schöpfen wir ein bisschen Mut. Nutzen immer diese Kurve hier, um da zwei, drei Plätze gut zu machen. Wir sind schon wieder auf Platz 38. Ja, da muss ich jetzt sehr doll aufpassen, da kommt einer links in. Da muss ich ein bisschen zurückstecken. Versuche hier wieder vorbeizuziehen. Ja, das lief nochmal ganz gut. Waghalsiges Manöver, aber... So, da vorne, der Pulk. Da wollen wir hin. Auto fährt sich gut. Oh, ich muss die Wand... Alter Schwede. So, hier holen wir mal richtig gut auf. Unser NASCAR, unser Stockcar, hat hier richtig gute Topspeed. Montoya jetzt schon vor uns hier. Kommen langsam in die 30er-Gefilde. Also gerade auf den Geraden. Unser Auto hat eine Menge Topspeed. Ist auf jeden Fall Konkurrenz. Da gehen wir in die Box. Da müssen wir jetzt... Oh Gott. Oh Gott. Fahrt bloß nicht nach rechts. Lass mir bitte Platz. Oh. Das ist hier... Oh, was macht der hier so langsam auf einmal? Stau. Stau, 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 Stau. Okay, jetzt fängt das Rennen richtig an, finde ich. Jetzt macht es richtig Spaß. Jetzt können wir auch schön Plätze gewinnen. Jetzt läuft das Auto, die Kiste läuft jetzt wie geschmiert. Jetzt kommen wir auch langsam so ein bisschen rein hier in den Trott. Ich hoffe, ihr habt noch nicht abgeschaltet. Oh, jetzt fahren wir nochmal in die Box und da vorne ist Chaos. Das hatten wir doch bei dem All-Star. Oh, das Auto beugt sich. Das hatten wir auch beim All-Star-Rennen auch schon. Dass da so ein Chaos immer war an der Stelle. Keselowski. Wir haben noch über ihn gesprochen vorhin. Jetzt fahren wir schon direkt Rennen gegen ihn. Und da kommt Danica Patrick. Innen reingeschossen, da muss ich sehr doll aufpassen jetzt. Und da sind noch mehr, da sind noch mehr. Auch Montoya ist hier wieder hinter mir mit dem Batterieauto. Ich mache innen die Lücke zu, ja, klappt. Da vorne ist jetzt wieder gleich Stau wahrscheinlich. Ja, so ziemlich. Einige fahren jetzt da rein. Ich habe noch 11,3 Runden Sprit. Ich habe hinten einen, Achtung, Danica Patrick.
versuche ich wieder vorbeizufahren. Mittlerweile schon auf Platz 18. Heimlich, still und leise. Links die Lücke zu. Da drängelt schon einer. Almirola. Auch an Gilliant. Kommen wir vorbei. Ja, jetzt läuft's doch. Jetzt haben wir unseren Einstieg ins Rennen gefunden. Jetzt macht's Spaß. Auch wenn hier in diesem Kurvenausgang immer noch das Heck ganz gerne mal kommt vom Auto. Alter, meine Hand verkrampft schon wieder total. Ich habe wirklich das Gefühl, dass man hier diese Massen-PS wirklich auch im Lenkrad hat. Zumindest fühlen sich meine Arme nach dem Rennen immer so an. Aber erst 26 von 80 Runden, also noch einiges zu tun. So, das lief diesmal... Oh, da kommt das Heck, da kommt das Heck. Das Auto schaukelt sich auf. Wir können es fangen, früh genug. Ist immer noch am Driften, jetzt haben wir es wieder. So, jetzt haben wir so ein bisschen gerade den Schwung verloren, habe ich das Gefühl. Wir kommen nicht mehr so richtig ran da vorne. Ja, ich muss aufpassen da hinten. Newman ist mir da am Heck. Jetzt werden die Reifen langsam schlecht. So, da vorne ist wieder Stau. Naja, doch nicht. Aber zumindest ein kleines Stückchen sind wir näher gekommen. Wenn auch nicht sehr bedeutend, aber gleich. Auf der nächsten Geraden kriegen wir vielleicht ein bisschen Windschatten. Dylan. Oh, 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 oh. Sehr gut. Gerade noch so die Lücke gefunden. Auto schaukelt sich wieder ein bisschen auf. Jetzt werden die Reifen schlecht. Ich merke es. Aber das trifft ja auch die Konkurrenz eigentlich auch zu. So, hier stechen wir innen vorbei. Und da ist Platz 15. Heck, 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 heck. Gefangen. Ja, leichte Stoß bekommen, hat ein bisschen angeschubst. Ich mache hier in die Lücke zu. Ich komme hier sehr weit raus, Auto kommt auch ins Drift, da muss ich aufpassen. Oh, jetzt haben wir richtig, richtig hartes Rennen gerade. Oh, kommt das Heck wieder. Jetzt haben wir auf jeden Fall gerade ein bisschen Luft verloren. Jetzt kommen hier rechts welche. Ich versuche hier wieder innen reinzugehen. Ne, jetzt macht der Busch bestimmt gleich die Lücke zu. Jawohl, Montoya. Ne, Montoya ist nicht in der Nähe, das ist gerade Bane. So, Busch holen wir uns wieder. Und dann auch gleich den Reagan. Weil das wird ziemlich knapp, glaube ich. Doch, ich versuche mich innen rein zu bremsen, ja. Das klappt auch. Jetzt Labonte vor uns, Platz 15. So. Alter Schwede, 4,3 Runden noch bis zum nächsten Tankstopp. So, fahren hier welche rein? Ja, sieht zu fahr aus. Achtung, 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 Achtung! Oh. So, es geht weiter nach vorne. Aber wir müssen bald rein. Oh, zu weit außen, zu weit außen. Jetzt geht's quer, jetzt geht's quer, jetzt geht's quer. Da kommt einer. Es könnte eine Caution, jetzt gibt's eine Caution. Die Frage ist, ob ich sie jetzt verursacht habe oder ob jetzt der andere der Caution. Ich glaube, das ist meine. Oder ist es seine? Es ist seine, glaube ich. Das heißt, ich müsste meinen Platz behalten. Hoffentlich, hoffentlich. Ah, kann ich meinen Platz retten? Nee. Kann ich nicht, aber ich gehe jetzt rein. Mein Gott, wie ärgerlich. Auch ich habe da ein paar Positionen eingebüßt jetzt. Ah, es war so ein schöner Lauf gerade. Wir hatten da echt so 10, 12 Runden. Gut, da vorne gehen aber jetzt alle rein. Wirklich alle. Wirklich alle fahren in die Box. War auch zu erwarten. Boxenstoppfenster. Das war jetzt echt so eine Passage, ey. Dafür liebe ich dieses Spiel. Das hat so Spaß gemacht. Jetzt hoffentlich geht es so weiter. So, ist das jetzt Robbie Gordon oder Jeff Gordon? Ah, ich trau mich nicht. Ich sag mal, das ist Robbie. Ich glaube, der Orange ist Robbie Gordon. Oh, stimmt falsch. Ja, alles neu, macht der Mai. Eieiei. Ja, ich erinnere mich ja jetzt definitiv nochmal an das All-Star-Rennen, da war das auch mal so. In der letzten Kurve vor Startziel, da habe ich dann meistens die Leute immer geholt. Ähnlich ist es jetzt auch hier.
So, einmal bitte die blau-gelb-schwarze Truppe. Fleißig wie die Bienchen. Ah, ich bin mal sehr gespannt. Ich habe noch keine Idee, wo wir dieses Rennen beenden werden, auf welcher Position. Ja, noch vier neue Reifen, die schön gut wie Eagles. Wir müssen wieder so uns auf Platz 34 wahrscheinlich einreihen. Das ist natürlich bitter jetzt, wieder mitten im Feld. Das könnte Chaos. Nee, 17. Great Teamwork. Ja, dann sind wir wieder da, wo wir vorher auch ungefähr waren. Und das Team hat eine sehr gute Arbeit geleistet. Wir sind sogar jetzt auf der Innenseite. Das ist optimal. Muss ich aber aufpassen, da innen kommt einer rein. Ich bin da eingekesselt. Oh, Budenica, lass mir Platz bitte. Wow. Das ging gerade nochmal gut. Wir können gleich wieder Stau kommen. Oh, und es gibt Chaos. Nee, das kann nicht gut gehen. Ich fahre durch die Boxengasse. Ah, super. Das kann jetzt was werden. Platz 38. Achso, da haben schon einige scheinbar Rundenrückstand. Ja, zumindest habe ich jetzt nicht ganz den Anschluss verloren. Aber natürlich wirft es mich einiges zurück jetzt. Aber zumindest ist das Auto heil geblieben. Gut, aber das ist noch nichts verloren. Ich würde zwar nicht sagen, dass es unbedingt im grünen Bereich ist, aber es ist zumindest noch nicht ganz schwarz. Also meine beste Runde ist fast schon an der Bestzeit von Dale Earnhardt Jr. Der wird schon überrundet. Der war schon überrundet, besser gesagt. Also jetzt ist er von mir überrundet worden nochmal. Genauso wie Kreppel. Nee, der ist Platz 37. Der ist innerhalb... Ja, den habe ich passiert. Und da vorne ist jetzt gleich Chaos angesagt. Da müssen wir sicher durchkommen. Und das Heck. Oh. Jetzt ist es wieder soweit. Warum auf einmal wieder? Zwischendurch lief es so gut. 7 Sekunden. Komisch, jetzt haben wir wieder so eine Situation, wo das Auto doch wieder mit dem Heck kommt. So, der wird überrundet. Ja, blaue Flaggen gibt es nicht im NASCAR-Sport. Rookie Man auf jeden Fall. Der nächste, den wir kassieren müssen, um einen Platz gut zu machen. Dann geht die Jagd wieder von vorne los hier. Gleich Hälfte des Rennens. So, hier steche ich jetzt irgendwie übers Gras. Ja, nicht ganz übers Gras, aber... geht die Jagd wieder los hier. Achtung, ich... Ah, kommt er da wieder rein? Der 41. Mach mal Platz, Junge! Scheiße, da habe ich nicht aufgepasst. Ich dachte, da wäre noch Platz. Dann geht's wieder einmal in die entgegengesetzte Richtung. Das heißt, ich bin zumindest wieder am Feld. Sehen wir es mal positiv. Hallo, weiter bitte. So. Ach, da habe ich den Roten nicht mehr beachtet. Ah, shit. Bin ich nach links gezogen? Ach, ärgerlich. Soll ich schon nochmal reinfahren? Eigentlich sind die Reifen schon wieder ziemlich angebraucht. Ach komm. Was soll der Geiz? Wie viele Caution ist es eigentlich? 7.? 8.? Ich weiß gar nicht genau. Ja, es sind einige wieder, die reingehen, also... bin ich der Einzige, sehen wir es mal positiv. Und ich bin wieder am Feld. Gut, neue Möglichkeit hier anzugreifen. Hinter uns... Achso, die haben ja alle schon nur einen Rückstand. Ja, okay. Also immerhin so bis Platz 37 haben die Leute schon... Ja, dann macht mal. Macht mal, wie ihr denkt. Mach mal Auto voll, mach alles. Ich lehne mich hier entspannt zurück derweil. Atme mal so ein bisschen durch kurz. Dieser Aufnahmemarathon hier. Ja, 55 Minuten haben wir schon und wir haben noch nicht mal die Hälfte des Rennens. Das wird so eine 1,5-Stunden-Folge oder so werden. Okay, Boys. Safe and smart. Here we go. Wenn ich das bis Mittwochabend hochgeladen kriege, wenn wir Formel 1 hochladen, Dirt 2, eieiei. Eine Menge Strom und Upload. Zeit. So, ja, da wollen wir mal losfahren, ne? Marshall. Guck mal, ob das der Robbie Gordon ist. Ey, ich war richtig, ist der Robbie Gordon. Juhu!
So, 38, leider wieder außen. Ah, mal schauen. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Das knallt doch gleich. Ich lasse erstmal ein bisschen Ruhe einkehren. Fahrt erstmal alle schon vorbei. Ich nehme den Schwung erstmal mit. Und dann fahre ich ganz gemütlich an meinen Lieblingsstellen an euch vorbei. So können wir uns doch gut einigen, glaube ich. Genau. Hier fahre ich ganz gerne vorbei. Und so läuft es doch. Jetzt kommen wir jetzt wieder zurück. Ich gehe hier gar keine Risiken mehr ein in dieser Kurve. Sollen sie doch alle sich gegenseitig weghauen. Ich fahre hier ganz entspannt und warte auf diese Lieblingsstelle hier. Eingang der Stadt-Zielgeraden. Nimm hier die Speed mit. Beschleunige raus und habe alles unter Kontrolle. Jawollo. Ja, wie das funktioniert. Super. Können wieder 2, 3, 4 Autos kassieren. Es schaukelt sich auf. Das ist richtig dumm gelaufen. Ich gerade super stolz. Oh, so mache ich das ja ganz toll. Das war natürlich mein Fehler. Oh ne, da knall ich schon wieder in die Bande. Hoffentlich ist das Auto heil. Siebte Caution. Da hatten wir aber schon deutlich mehr. Schön. Ich habe einen Schaden vorne rechts. Liftmaster, Coca-Cola, eBay, Sprint. Lololo. Ein schöner blauer Zeppelin da oben am Himmel. Aber die Nachtrennen, ey, das sind echt die schicksten von allen. Muss man so sagen. So, ja, nur reparieren, glaube ich, ne? Ja, machen wir vorne heile. Kein, ne, nur reparieren. Vielleicht gewinnen wir noch 2, 3 Positionen, wenn die anderen hier länger stoppen. Oh, das sieht nicht gesund aus, was der da vorne macht. Blaue Truppe, Einsatz. Ihr braucht keine Reifen. Ihr habt doch gesagt, nehmt keine neue Reifen. Wieso macht es neue Reifen drauf? Na gut. So, Platz 32. Außen. Vor uns der Juan Pablo Montoya. Runde 44 von 80. Ich glaube, das ist auch das längste Rennen des Kalenders. Gut, dass es ausgerechnet in der Doppelfolge ist. Fahrt erstmal vorbei. Lasst mich bitte in Ruhe. Wollen da welche wieder in die Box? Jetzt muss ich bremsen. Mann dort, immer diese blöde. Wieder über den Rasen. Einmal bitte querfeld ein. Jetzt ist es endgültig im Arsch. Meine Fresse, ey. Ja, wie mich das ankotzt, ne? Diese Stelle da. Wenn die da immer alle wilde Sau spielen, ey. Ja, da verliert natürlich das Auto komplett die Kontrolle auf dem Rasen. Das ist kein Grip. Dann knall ich da voll rein da vorne ins Pace Car am besten noch. Haben wir kein Safety Car mehr. Jetzt habe ich das Safety kaputt gemacht. Ja, ich muss wieder rein, weil das wieder kaputt ist. Ah, da kann man das echt nur so ein Moment, wo man mal Scheiße sagen kann, ne? Scheiße. Das ist eine Scheiße mit der Scheiße hier. I should be so lucky. La 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 la. So, ich werde es jetzt wieder gleich mal ein bisschen ruhiger angehen lassen an dieser Stelle da. Also, wenn da irgendwelche Autos in meiner Nähe sind, dann werde ich einfach versuchen, die Linie zu halten. Also ich sag mal so, es ist halt mit den Lenkradsteuerungen schon manchmal. Ja, dann. Ist manchmal schon so ein bisschen. Halt doch mal die Sch. Ist schon manchmal ein bisschen tricky. Weil es halt eben immer so ein Links-Rechts-Bewegung macht, das Lenkrad. Ist eben durch diesen Radsturz irgendwie, ist es einfach so.
ist halt nicht so, dass das Lenkrad ständig gerade halten kann oder dass es ständig ruhig ist. Nein, es rappelt immer hin und her. Und das ist halt die Kunst, dieses Auto gerade zu halten. Und das ist halt dann schon manchmal so ein bisschen übel. Ich sehe dann zwar, dass da ein Gegner ist und dass ich meine Linie verlasse, aber in dem Moment geht es auch gar nicht anders, weil ich irgendwie die Kräfte des Autos aufhalten muss. Und dann knallt es halt. Deswegen, also ich muss da deutlich vorsichtiger zu Werke gehen. Ich sag mal gut, diese Cautions, die verlängern jetzt nicht das Rennen. Es ist ja immer so, dass dann gleich zwei Runden weitergeht. Es ist eher das noch, dass das Rennen verkürzt. So. Ah, zwischendurch hatten wir eine richtig geile Phase. Also wir können es hier scheinbar. Also zumindest haben die Jungs jetzt keine Runde Rückstand mehr scheinbar. Das rappelt wie Sau. Warum schaukelt sich das so auf? Sind das die frischen Reifen oder was? Da holen wir immer wieder sau viel auf. Achtung. So, Robbie, Gordon. Also ich glaube, einer ist schon komplett ausgefallen. Achtung, das Auto kommt schon wieder. Oh, warum nur? Warum manchmal und warum manchmal nicht? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es beim besten Willen echt nicht, ey. So, hoffentlich hat der ja knall rein. Da ist die Caution. Ey, das ist so beschissen. Ich verstehe es nicht, warum manchmal das Auto einfach da ausbricht, obwohl ich genauso fahre wie sonst auch immer. Alter, die Strecke hasse ich jetzt schon. Zehntausendste Caution. Ne, ich komme jetzt nicht rein. Ich habe jetzt echt keinen Bock mehr reinzufahren. Ich kann diese blauen Anzüge nicht mehr sehen da. Und vorne rechts ist schon wieder ein bisschen was kaputt, aber ich fahre jetzt so weiter. Ist mir jetzt vollkommen egal. Da fahre ich mit 260 durch die Kurven. Komme trotzdem noch ran. Ich kann bloß hoffen, dass ich jetzt irgendeine Innenposition kriege. Einige fahren jetzt rein. Oh, da ist kleine M&M da auf dem Auto. Kleines Schoko-Gesicht gucken uns da an. Platz 21. Super. Sehr gut. Sehr gut. Der beste Restart aller Zeiten. 10. Caution. Oh. Fliegt er da rüber. Alter Schwede. Ja, das war wieder so diese typische Lenkradbewegung beim Restart. Diesmal aber ein bisschen extremer und... Oh, da fliegt er genau über uns rüber. Ich hab noch nie so ein... Ah doch, einmal haben wir schon ein Auto fliegen sehen. Das war, glaube ich, in Bristol oder so. Ist relativ selten, dass man mal Autos fliegen sieht. Aber es kommt vor. Oh, ich bin Platz 38. Und aber guck mal, Erna Junior, der ist auch hier hinten. Der hat auch ein unglückliches Rennen. Ich fahr weiter. Einige müssen jetzt reinkommen eigentlich. So viele Crash-Autos. Aber die bleiben alle draußen. Na dann machen wir mal. Lass uns mal drauf ankommen. Ah, das wird wieder was. Ah, 27 Runden. Länge müssen wir nicht mehr durchhalten. Ich sag nichts mehr dazu. Ich bin irgendwie heute völlig unfähig, NASCAR zu fahren. Oder wer auch immer. Irgendwie die Bots, alles ist heute... Na komm. Machen wir mal Auto frisch. Reparier mal das kleine Schädelchen da vorne rechts. Das Schädelchen. Klingt irgendwie auch ein bisschen falsch. Der kleine Schaden.
Oh, der Charlotte Motor Speedway, den sehen wir nie wieder. Wobei es ja eigentlich eine relativ schwierige Strecke ist. Aber naja. Ja, das Rennen heute ist nicht so super spannend. Also die echte NASCAR war da am Wochenende wesentlich spannender. Ich habe mal ein bisschen reingeschaut wieder. Reparieren. Ja, schon nur noch 91,5%. Da müssen wir mal wieder ein bisschen Flicken ran machen. Und dann sind, glaube ich, danach nur noch 25 Runden. Ich mache heute auch ehrlich gesagt drei Kreuz, wenn das Rennen vorbei ist. Ich hoffe mal, dass wir jetzt am Ende in der Schlussphase nochmal so eine kleine spannende Phase erwischen. Ich muss einfach sau vorsichtig durch diese Kurven fahren. Irgendwie das Lenkrad gerade halten. Einfach concentraten. Ein bisschen von Exhibit, dieses Lied hier. Concentrate. Oh Mann, ey. Die Karre sieht ja scheiße aus. Ja. Ja, jetzt aber. Zwar eine schlechte Ausgangslage, aber vielleicht. Die Autos sehen alle schon nicht mehr so gut aus, glaube ich. Lucky for life, family or games. Ja, einer ist schon ausgefallen. Ich bin schon 42. und da ist keiner mehr hinter mir. Es sei denn, der versteckt sich irgendwo mit rundem Rückstand mitten im Feld. Kann natürlich auch sein. So. Ja, ich glaube, der war da gerade. Der 42. Ne, der 43. Ah, keine Ahnung. Weiß nicht genau. Oh, da wird's eng, da wird's eng, da wird's eng. Jimmy Johnson. Wir bitte auf 260 runter, damit wir hier sicher durchkommen. Problem könnte nur werden, dass dann gleich von hinten wieder einer angeschossen kommt und es hier einfach die... Das sieht nicht gut aus, doch diesmal kommen wir da durch. Da vorne ist Danny Capello. Ich reiß gleich schon das G27 von der Halterung. Ey, so verkrampft bin ich hier in diesem Lenkrad. Aber jetzt geht's wieder vorwärts. Dann wieder so ein bisschen den... Oh, da kommt einer. Ich mach dir da keinen Platz, mein Freund. Ich könnte, würde ich dir jetzt einen Stinkefinger zeigen, aber ich muss leider beide Hände am Lenkrad behalten. Also hier am Kurvenausgang können wir es ganz gut kontrollieren, immer die Überholmanöver. Man muss schon sagen, es ist schon eine beeindruckende KI, die dahinter steckt, ne? Letzten Endes, wenn man überlegt, bei Rennspielen von vor 5 bis 10 Jahren. Ich meine, gut, da gab es auch schon sehr gute NASCAR-Spiele, aber ich finde es immer wieder beeindruckend, dass man so eine KI programmieren kann. Die da wirklich auch, naja, ich meine, sie ist jetzt nicht die allerbeste bei NASCAR The Game, das haben wir jetzt schon mehrmals feststellen können. Aber ich finde es trotzdem irgendwie cool. Rennspiele-KI ist, glaube ich, ganz schwieriges Thema. Es können nur wenige Studios, nur wenige Entwickler können sowas programmieren. Manche besser, manche schlechter. Oh, Rookie Man. So, wir werden hier ganz schön in Bedrängnis gebracht. Von dem M&M-Auto. Jetzt kommt das Heck, jetzt kommt das Heck. Da müssen wir richtig aufpassen. Da sind noch zwei im Hintertreffen. So, lief nochmal ganz gut gerade. 20 Runden. Das fährt sich teilweise hier wie auf Schmierseife manchmal. Da kommt einer innen. Achtung. Oh, hier gibt es einen Stoß. Das Heck kommt ein bisschen, aber wir können es gerade noch abfangen. Oh, nee. Da war es wieder vorbei. Das ist nicht möglich, ey. Das kann doch nicht sein. Ich muss mir irgendwelche Energy-Drinks beim nächsten Mal reinpfeifen, damit ich das überstehe. Damit ich konzentriert bleiben kann, damit ich wach bleibe. Es geht sowas von an die Substanz. Fahr ich rein? Schwierig. Die Reifen müssten eigentlich noch ein bisschen müssen sie noch durchhalten. Ich werde mir mal ein paar Plätze jetzt schnappen.
Guck mal, da fahren jetzt so viele rein. Nee, da bleibe ich draußen. Alles klar, fast alle fahren rein. Das war vielleicht jetzt ein Fehler. Aber ich versuch's. Ich hätte eh nicht den Tank so voll machen können, dass ich durchfahren kann. Also ich muss sowieso nochmal irgendwann in die Box. Ja, jetzt haben wir Platz 9. Ja, mal schauen. Gute Ausgangslage eigentlich. Reifen sind zwar schon ein bisschen angefahren, aber... das muss ja auch nicht Schlechtes sein. Bevor wir wieder auf den neuen, frischen Reifen rumwackeln. Oh ne, oh ne. Da ist einer abhanden gekommen. Jetzt ist, muss ich... hier ist kein Platz. Die drängen einen noch einfach ab. Jetzt fahren sie alle vorbei. Ich gebe da keine Möglichkeit, irgendwo reinzuziehen. Jetzt machen wir ein richtig schönes Bump. Oh, ich hätte reinfahren sollen. Oh, wir haben ein Problem. Houston, wir haben ein Problem. Damit ist dieses Rennen offiziell gelaufen. Das war's, Leute. Schicht im Schacht, Ende im Gelände, aus die Maus. Das ist es gewesen. Jetzt haben wir einfach mal derbe verkackt. Ja, da sehen wir die Funken. Ja, das Rennen musste so enden. Das wundert mich überhaupt nicht. Das musste einfach so kommen. Ja, mit ein bisschen Glück kriegen wir jetzt genug Sprit, um das Rennen zu beenden. 72. Hauptsache, das halten wir ein, ja. Ach, wirklich? Oh, really? Jetzt sehen wir mal was Neues. Jetzt haben wir eine Runde Rückstand. Mit ein bisschen Glück muss der Rest des Feldes auch nochmal rein. Mit ein bisschen Glück. Dann könnten wir zumindest den Rundenrückstand wieder einholen und vielleicht in der Schlussphase nochmal angreifen. Aber das ist jetzt mega heftig, mega hart. Ich meine, gut, wir sind nicht ganz Letzter. So viel steht schon mal, glaube ich, fest. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber so findet ein grausames Rennen auch ein grausames Ende wahrscheinlich. Rad vollkommen shredded. Und ich muss auch einfach sagen, ich habe es heute teilweise echt verkackt. Also... ich hätte vielleicht doch die Practices voll mitnehmen sollen, das Ganze richtig auskosten sollen. Ich habe mich da einfach zu weit aus dem Fenster gelehnt. Oh, ist das Auto kaputt. Eieieiei. Minus 2 Laps sogar. Zumindest haben wir jetzt ein bisschen freie Fahrt. Ist ja auch schon mal was. Oh, das Auto fährt sich aber ziemlich bescheiden. Oh je, 16 Runden, mal sehen, was gleich die Spritanzeige sagt, ob wir damit durchfahren können. Wäre ja wünschenswert. Ich glaube, ich habe einfach ein bisschen zu wenig gebremst auf dieser Strecke. Ich hätte man. Die Kurven sehen so aus, als wenn man sie so voll fahren könnte, aber das ist, glaube ich, ein Irrtum. Warum ist das Auto jetzt so wackelig? Eieieiei. Vielleicht können wir nochmal die schnellste Runde zumindest auf dem Asphalt brennen. Das wäre ja mal was. Auf einem guten Weg dahin. Auto ist jetzt auch 14,6 Runden. Sollte reichen. Ich bin fast die schnellste Rennrunde gefahren, aber das Auto schaukelt sich hier auf wie Sau. Boah, was ist denn da los? Ich glaube, das Chassis ist völlig im Eimer. So, haben uns schon mal zurückgerundet, aber... gut, es fahren noch einige in die Box, so ist nicht. 13 Runden, können wir können jetzt durchfahren auf jeden Fall. Mal sehen, ob wir das schaffen. Ohne Caution. Ein letztes Abschiedsgeschenk an Charlotte. Na hier, auf dieser Geraden, auf einmal, das Auto geht immer quer und quer und quer. Schaukelt sich hier auf, Karre. Oh, da gehen welche in die Box. Stau am Eingang hier. Oh, ich bin wieder 41. Hey! Naja, jetzt kommen noch mal einige rein, also vielleicht geht da noch ein bisschen was. Mit ein bisschen Glück noch irgendwann mal so ein Lucky Dog. Und dann, auf einmal sind wir Erster. Wartet's nur ab.
So, sind noch einige sind in der Box. Hoffentlich kommen da nicht so viele jetzt raus, wenn wir gerade da kommen. Nee, müsste glatt gehen alles. Ja, mal sehen. Machen wir noch was gut? Nee, im Moment noch nicht. Letzte Boxenstoppphase jetzt. Wir können das Rennen auf jeden Fall beenden. Das ist kein Problem. Platz 41 gerade. Ich glaube, ich habe einfach diese Motorleistung wirklich unterschätzt, weil wir kriegen hier auf der Geraden teilweise 310 km/h zustande. Und da muss man dementsprechend natürlich das Auto weit runterbremsen. Und das Auto ist auch natürlich jetzt, hat nur Leistung dazu gewonnen, keine Stabilität. Wir haben nichts am Fahrwerk, gar nichts gemacht, nur den Motor verbessert. Das heißt, das Auto ist natürlich jetzt bei viel mehr Leistung immer noch das gleiche Chassis, also wir haben nichts am Chassis oder so geändert. Ah ja, da kommen wieder welche. Achtung, Busch. Lass mich da innen rein. Oh, das war richtig knapp. Okay, gehen noch mal einige. Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? A to go. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich fahre hier mein Rennen. Auf dieser Geraden, da schaukelt sich extrem auf das Auto. Da fahren noch mehr rein. Vielleicht kriegen wir noch zwei, drei Plätzchen. Ich hoffe es ja. So, nochmal. Das ist der 40. Ja, den haben wir. Geht doch. Top 40, super. Komm, da geht noch was. Ja, geht noch mehr rein. Alle rein, alle rein, alle rein. Fahrt alle mal. Wir gehen jetzt hier Vollgas. Fahren hier eine Runde nach der anderen. Ah, leider noch keinen. Direkt überholt gerade. Immer noch 40. Wer ist das da vorne? Das ist der 39. Ist er das? Ja, ist er. Blaney, 39. Holen wir uns. Top 30. Natürlich nur, wenn wir die Sauber vorbeikommen. To go. 29er Zeiten. Jetzt habe ich schon langsam den Rhythmus gefunden hier auf der Strecke. Viel zu spät. Und den kriegen wir auch noch. Wise. Der ist auch mit uns in einer Runde. Schätze ich mal. Jo. Naja, guck mal. So, 5 Runden und Platz 37. Naja, Mensch, ein paar Trostpunkte. Jetzt müssen wir aufpassen, die Reifen werden auch langsam schlechter. Das ist vielleicht noch eine böse Überraschung erwartet. So, wer ist das? Die 36, na guck mal, noch einer. Wir fahren hier richtig schöne 29er Zeiten. Und wer ist der Gelbe? Oh, der Schwarze holt wieder auf. Den holen wir auch noch. 35, Reagan. So, den haben wir genau im Scheitel jetzt leider. Ein bisschen Windschatten. Ein bisschen weit rausgetragen. Jetzt können wir wieder beschleunigen. Platz 35. Naja. Jetzt bin ich der Lucky Dog. Jetzt habe ich nur noch eine Runde Rückstand. Das heißt, ich glaube, die meisten, die wir jetzt hier vorne sehen, das sind noch tatsächlich echte Gegner. Da vorne ist noch... Oh je. Hoffentlich entscheidet er sich. Oh. Also wir haben auf jeden Fall ein schnelles Auto. Und jetzt, wo das Feld so ein bisschen auseinandergezogen ist, da greifen wir uns dann doch noch so ein paar Leutchen. Ach, 33 holen wir uns auch noch. Das ist der Beweis, dass wir ein schnelles Auto haben. Wir müssen es bloß noch gut einsetzen. Noch 3 Runden.
So, die kriegen wir auch noch. Na, guck mal. Langsam kommen wir schon wieder in die Top 30. Wer jetzt gedacht? Juan Pablo Montoya kriegen wir auch noch. Oh, jetzt ist aber richtig schlechter Reifen. Aufholjagd ist langsam am Ende, glaube ich. Letzte Runde, genau. Wir fahren nur noch eine Runde. Komm, wir packen es noch. Oh, sorry. Montoya haben wir nochmal sein Rennen versaut. Sehr gut. Oh, da ist ja einer. Wo kommt der denn her? Eine Runde. Wir sind gleich an der Top 20 dran. Jetzt heißt es nochmal richtig schön konzentrieren. Dann können wir noch auf Platz 28 kommen wir noch. Wenn wir uns so halten. Letzte Kurve vielleicht. Oh, Auto wird unruhig. Trucks Junior hat gewonnen. Und der Sprit ist kurz vorm Alle werden. So, jetzt nochmal Vollgas. Da kommen wir vielleicht noch an der Männert. Kommen wir noch vorbei? Kommen wir noch vorbei? Da vorne ist das Ziel. Wir schaffen noch. Oh, Fotofinish. Nee. Aber, alter Schwede. Alter, ich bin so durch gerade mit der Konzentration, mit dem Kopf alles. Great driving, man. No wonder those sponsors love it. Oh. Good work. You've earned a sponsor contingency award. Ich habe sogar irgendein Award bekommen. Ich will es gar nicht mehr wissen, Leute. Ich bin so froh, dass ich dieses Rennen jetzt geschafft habe. Huiuiui. Also wir waren mit den Zeiten jedenfalls ganz gut vorne in den 20ern dabei. Ja, wir hätten das Rennen gewonnen. Trucks Junior haben wir schon gesehen. Schauen wir nochmal ins Klassement. Das wollen die Leute mal gerne sehen. Matt Kenseth, Jeff Gordon, Brad Keselowski, Tony Stewart. Tja, da habt es. Jimmy Johnson auf der 10. Es hätte besser ausgehen können, es hätte schlechter ausgehen können. Es war nicht das allerschlechteste Rennen, auch wenn es teilweise echt eine Tortur war. Es war lang vor allem. Und ja, wir schauen mal. Auf jeden Fall trotzdem 200.000 Credits, ist eine ganze Menge Holz. Da können wir uns in Zukunft bestimmt nochmal das eine oder andere Upgrade nochmal leisten. Wir müssen auf jeden Fall die Karre stabiler kriegen. Das ging gar nicht teilweise. Aber jetzt kommt wenigstens noch geile Musik zur Belohnung am Ende. Bam, 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 bam. The engine is the heart of the car. You should upgrade it whenever you get the chance. Ich soll nochmal den Engine upgraden. Na, vielen Dank auch. Auto ist mir schon böse genug. Ne, das kostet auch eine Menge Kohle. Müssen wir ein bisschen warten. Wir sind immer noch in der WM, immer noch Platz 37 mit ein bisschen Tendenz nach oben. Also mal sehen, mal sehen, mal sehen. Zwei Siege haben wir immerhin schon eingefahren. Vorhin auf jeden Fall auch viel Geld verdient in diesem Event. War eine lange Folge, war sehr anstrengend. Wer jetzt noch dran geblieben ist, hat meinen Respekt. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, Leute. Ciao.